durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hoagie, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Ja, und nach diesem unglaublichen Intro begrüße ich euch, meine lieben Zuschauer. Ja, willkommen bei Day of the Tentacle. Ja,
wie ich mich auf dieses Spiel freue. Dafür bin ich extra durch den Dungeon unter meinem Haus gekrochen, hab mich gegen Fledermäuse behauptet und einer Skeletthorde in den Weg gestellt, nur um dieses unglaublich wertvolle Artefakt für euch zu bergen. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht gewesen. Ich hatte das Spiel in meiner alten Bestseller-Games-Sammlung, aber es passte gut zum Spiel-Intro dazu. Ja, kurze Erklärung, was wir im Intro gesehen haben, nämlich zwei Tentakeln. Nicht das, was ihr denkt, das hier ist vor der Zeit, wo das ganze FSK 18 geworden ist. Nebenbei kleine Warnung, wenn ihr das Video jetzt abstellt, kommen die Tentakel zu euch und machen mit euch FSK 18 Sachen. Also schön brav da bleiben und weiter zuschauen. Ja, okay. Und zwar hatten wir zwei Tentakel, nämlich Purpur-Tentakel, die lilane, und Green-Tentakel, den grünen. Also es sind beides männliche Tentakeln, ja, wie man das auch immer unterscheiden möchte. Und ja, Purpur-Tentakel hat Giftbrühe gesoffen und ist dadurch mutiert. Er hat jetzt Arme und ist dadurch super gefährlich geworden. Ja, trotzdem müssen wir jetzt als Bernhard, der Geek hier, so sieht er jedenfalls aus, die beiden retten. Und zwar in ganz normaler Point-and-Click-Adventure-Manier. Also, wir sehen hier das Fenster, oben das, die Umgebung, unten das Interaktionsmenü. Wir haben schon mal ein Textbuch. Und die Steuerung ist ganz einfach. Wenn wir links irgendwo hinklicken, laufen wir hin. Wenn wir links auf den Befehl klicken und dann auf einen Gegenstand, zum Beispiel auf Chuck, die Pflanze hier hinten. Ein gartenbaulicher Albtraum. Ja, genau. Sieht, ist ein komischer Kaktus. Sieht fast schon aus wie eine Hand, die uns greifen möchte. Ja, also Chuck, die Pflanze. Können wir mit Linksklick die Interaktion ausführen oder einfach irgendwo hingehen. Wir können zum Beispiel versuchen, Chuck, die Pflanze mitzunehmen. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Ja, und Bernhard ist so klug und nimmt die nicht mit. Genau. Willkommen, Schild, alles Mögliche. Die zweite Interaktion ist der Rechtsklick. Und zwar, wenn wir über Gegenstände fahren, wird eine Interaktionsmöglichkeit hervorgehoben. Also zum Beispiel öffnen bei der Tür hier oder bei der Tür hier. Und wenn wir dann rechts klicken... Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Dann versuchen wir diese Interaktion, die unten vorgehoben ist, auszuführen. Also wir können uns zum Beispiel den Zettel hier anschauen. Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Einfach alles einsacken, kennt man ja in Point-and-Click-Adventures. Und dann können wir es uns genauer angucken. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Ja, da hat der gute George recht, weil die Bude hier sieht ziemlich heruntergekommen aus. Ein Staubsauger könnte nicht schaden. Und was steht in diesem Textbuch? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Okay, er ist definitiv ein Geek, wenn er solche Sachen hat. Gut, nehmen wir mal das Aushilfe-Gesucht-Schild noch mit. Gucken uns das an. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Ja, Abitur nicht erforderlich. Also fährt Bernhard schon mal weg. Der sieht nämlich so aus, als ob er höhere Abitur hätte. Portierklingel? Nett. Ja, die ist nett und die können wir nicht mitnehmen. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Genau, die können wir nicht mitnehmen. Wir können uns aber das Bild angucken. Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Okay, ein uralter Gag. Und ein Telefon. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Münzschacht. Ja, ein Groschen, den nehmen wir mit. So, wir haben einen Dime-Groschen, den wir später auch noch brauchen werden. Und hier ist ein Kaugummi mit einem Groschen drin. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Den können wir allerdings noch nicht mitnehmen. Es klebt am Boden fest. Genau, weil der ist am Boden festgetrocknet. Wir können ja versuchen, es mit dem Aushilfe-Gesuchtschild wegzuschrauben. Besser nicht. Nein, das klappt nicht. Und mit einem anderen Groschen? Besser nicht. Nein. Gut. Weil man merkt an, dass der Artstyle des Spiels ziemlich schräg ist, wie das ganze Spiel selber. Also die Treppen und die Uhr, sogar die Office-Tür ist total verkrampft. Und wie Bernhard ja am Anfang gesagt hat, wir sind jetzt im Tollhaus. Das ist sozusagen eine Mischung aus
eine Mischung aus Hotel und Irrenhaus, was man nachher noch merken wird, wenn man den ganzen Leuten hier begegnet. Und es ist Plastikkotze an der Decke. Wie ist denn das da oben hingekommen? An das kommen wir leider da nicht dran. Da komme ich nicht dran. Schade. Okay. So. Hochgehen. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Können wir nicht, weil dort sieht Hoagie, also unser Rockerfreund, nach dem Rechten. Und da können wir nicht durch, weil dort Laverne nach dem Rechten sieht. Wir könnten ins Office gehen, aber das spare ich mir für später auf. Wir können uns die Pendeluhr ansehen. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Genau, wir können sie nämlich öffnen. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Bong. Kopf anstoßen. Ist einfach, aber wir stoßen uns den Kopf an. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Ha! Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. So gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Ja. Ich krieg also übelste Nachflash. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Bon. Oh. Der Einzige, der Spaß hat.
Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's!